ist jetzt alles sinnlose Gespräche mit drauf. Naja, wie gesagt, der Ton kannst du eigentlich echt vergessen, weil es hier diese nächste Tür dort oben drin ist. Kannst du die so ein bisschen, dass das Objektiv genau das Ziel ist? Das setzt den Film einfach nicht so. Das kann ja ausschneiden, dass er noch nicht losgeht. So, da sind wir also beim Eröffnungsspiel in den Sachsenpokal. Nee, um die mitteldeutsche Meisterschaft. Die mitteldeutsche Meisterschaft und. Ja, richtig. Das ist ja noch ein Jahreszeit. Der Support. Für mich ist nicht darum. Als ob sie weiß, wie ich Support gegeben hätte. Ich hab's Bier Support. Ich glaube, das war mehr wert. So. Die werden uns halt platt machen. Ja. Laufverbot ist auch riesig. Was erwartest du denn bei so einem Wetter? Ja. Ich gewusst halt, dass wir hinten spielen, ey. Ja, ich glaube, ich war immer hinten. Zu Hause im Bett liegen. Schön rausgepasst. Hallo? Das ist auch noch flog, aber gut. So. So, gucken wir uns mal die Fans an. Das ganze Pack. Ganz gucken. Naja, brauchst du das. Kannst du mal zusammenzählen? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ja, 25 dort drüben, dann stehen wir drüben noch 2. Sind das vielleicht noch so 10? Das sind mehr als 50 Leute da, das sollte ich nicht. Komm noch mit, das ist ja verrückt. Also mehr als 50 sind. Ach ja. Voll hin. Ich hab trotzdem irgendwie Bock, heute mal zu schreien. Mach halt. Das ergibt aber jetzt wenig Sinn. Ach. Die machen uns schon mit. Ja, das ist, wenn man ein Tor schießen, sonst lohnt sich das ja nie. Hier wird gefilmt, hier wird Webradio gemacht, ey. Das ist in der so 8. Liga. Das ist schon wohl krass. So ein bisschen mehr als aber die Fans. Scheiße, ey, das ist das, wo man hier mit Vaseline auf dem Dings filmt. Das wird ein traumhaftes Spiel. Weil wir uns auf die falsche Seite gestellt haben. Ich merke schon. Können wir an der Pause wechseln. Ja. So viel schlimmer ist es da drüben ja auch nicht. Wahrscheinlich. Sondern wir sind der Mensch. Aber wenn wir rübergehen, dann bin ich mir sicher, dass ich der Wind drehen muss. Ja, das Phänomen kenne ich immer beim Radfahren. Immer wenn ich irgendwo so einen Grund Weg fahre, dann immer bei der Hälfte dreht dann der Wind. Das ist ganz tückisch. Mensch, wir liegen bisher gar nicht hinten. Na ja, komm.
Also, mir ist schon bestimmt. Da hast du Fan gesagt. Langsalzer, genau. Ich muss jetzt erstmal entschlüsseln, was die singen. Schalalala, Dresden. Nee. Das sind die aus Langsalzer. Macht doch nicht. Auch in der Suppe. Mann, ich stehe auch in der Suppe, sag ich. Was war das denn? Was ist ein Einwurf? Ich weiß nicht, sollte wahrscheinlich sowas werden. Aber versucht von dem einen. Schade. Ich weiß gar nicht, warum wird eigentlich nicht mal auf so einem Platz dann noch gespielt im Stadion? Wird der sieht dann zwar danach eine Scheiße aus? Ja, das ist ganz einfach nicht gestört. Ja, aber... Ist ja auch die Boxen von der Kamera. Ich muss ja echt irgendwie so einen Regenschirmhalter bauen, das wäre ganz cool. Irgendwie hier, wo du so seitlich dann einspannen kannst, direkt. Ich denke mir, das ist nicht mehr so, also so theoretisch nicht so aufwendig. Man macht das wahrscheinlich schon noch. Das muss irgendwo sein, wo es dann ein Training-Weg ist. Du bräuchtest eigentlich fast nur so eine... Ich weiß jetzt natürlich, wie sich das Ganze dann im Wind verhält. Ja, wenn es nicht so groß ist, muss ja kein Riesenregenschirm sein. Ja, am besten fast, das sollte der dann auch nicht auf Augenhöhe im Gesicht stehen. Nee, aber ich meine, wenn der hier steht, das reicht ja schon aus. Am besten ist, wenn du mal den irgendwie an die... Du kriegst einfach dann so einen Bonsai. Wenn wir den irgendwie angehen. Wenn wir den irgendwie an die Mauer machen. Ich hab mir schon ein bisschen gefunden. Das wird immer nicht für Balljunge. Wenn ich Balljunge wäre, würde ich auch streiten. Also, na dann. Eigentlich der kritische Bereich, der nicht nass werden darf an der Kamera. Na, eigentlich alles. Das ist ja auch Elektronik und oh. Ha! Aber ich muss mal sagen, die angekündigten 50 Leute sind das auch nie, oder? Nee. Ach, das war auch schon lange klar, dass das keine 50 Leute sind. Sich das richtig in Georg bewegt sich erst jetzt so gut. Naja, was ist später denn? Fünf Stunden später. Ja, das ist ja toll. Man
Matthias, du musst dir einfach eine Unterwasserkamera kaufen. Ich glaube, die ist von der Qualität her einfach nicht so gut. Ja, das ist nicht. Obwohl, das ist gut für den Platz. Unterschied. Ja, das müsste man, es ist halt, also gibt's ja. Das ist voll, das funktioniert. Naja, funktioniert das schon. Nee, das ist schon. Aber hast du ja trotzdem, wenn du getroffen drauf hast, hast du ja trotzdem diese Unschärfe, die ich jetzt auch im Objektiv habe. Ah, stimmt. Ach, schade. Oh, wenn nicht mehr. Das ist schon mal so schlecht, schaut's gar nicht aus. Na, ne? Also, es ist besser als. Wann? Das ist schon weit. Dienstag, Mittwoch. Am Dienstag. Na gut, aber jetzt sind wir auch eine Mannschaft. Ja. Das war nicht. Ich weiß nicht, ich kenne die Gegner, die hier spielen. Wir dürfen es auch noch unter den Regenschirm zu packen. Ich brauche nur einen Regenschirm, ich weiß gar nicht. Das ist halt immer so von den Regenschirm von den Regenschirm. Ich kann nur hoffen, dass es echt irgendwo wird jetzt. Schon. Ja, die sind doch nicht so überlegen. So, jetzt kann man sogar Eck fahren. Was? Grandios. So ein Eck hin, hochqualitatives Videomaterial. Von daher. Und das gehen wir mal. Aber immer, ich glaube, immerhin vier Leute haben sich dann ein Spiel. Fünf. Ja, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Also, ich glaube nicht, dass das fünf Leute komplett angeklickt haben. Das ist ganz schwer. Nö. Die haben es angeklickt, zumindest. Naja, ich weiß nicht, ich glaube ja. Also, das. Na, ich weiß nicht. Fußballgenießer und ein anderes Special für die zahlreichen Korea. Naja, wohl für die können wir uns nochmal eigentlich als Homepost. Ich glaube, Korea hat keine Fans. Das ist ja das Problem an der Sache. Ja, die haben schon Opa. Wenn es nicht so viele sind wie wir. Ja, die haben ein paar, die gehen ins Stadion. Achso. Weil die woanders Stadion verboten haben wahrscheinlich. Ja genau, so schaut das Publikum da doch mal aus. Wie ihr gerade sagt. Sauber. Ja, sicher. Schön. Schön. Ja. Schade. Ja, kommen wir rein. Aber jetzt kommen wir rein. Ja, sauber. Schön Freiraum. Ja. Schade. Das Blöde ist, hier kommt eben wirklich dein Leben von vorne oder von hinten kommt, oder? Das wäre eigentlich kein trauriges Ding. Muss am Ende echt die Seite wechseln. Das ist eigentlich nicht so. Halbzeitshow. Oh. Ah, den abschließen. Ja, das ist jetzt Hand oder was? Ich kann ja auch nicht. Wir haben zwei Kasten Bier mitgeschleppt. Das ist eine gute Idee. Stehen jetzt unter dem Baum dort. Können wir uns ja bedienen. Jawohl. Ja. Kommen wir ran? Ja. Nein, komm doch. War nicht so einfach. Ja.
Zuschauer dort? Fünf. Zähne. 15 verreiste Brüder. Ich bin jetzt mal gerade positiv. Das ist 40 bis 50 sein. Schade. 50 bis 60 mal. Wo läuft eigentlich unser Webradio rum? Das muss ich Interesse haben. Ja, Ecke. Hui. Achso, stimmt. Das ist jetzt so egal. Guten Abend. Da kann man nichts sagen. Okay. Ja, schön. Jetzt sind wir jetzt noch offenen Zweck. Ich glaube, schon da hinten ein Häuschen. Ja, gut. Kannst du dich mitten in die Fanmenge stellen? Das tut gut, ja. Das ist so störend. Also, die ganzen Ungesänge sind immer im Radio. Ja, ja, die ganzen Massen hier. Dafür bin ich heute aufgestanden. So viele schöne Tropfen halt. Sieht halt toll aus. Das ist übelst Ambiente. Gut, du versuchst das jetzt also. Ach nee, das sieht nicht aus. So, jetzt geil. Der kam nicht schlecht. Naja, doch. Okay, an der Tochst du das auch nicht schlecht. Vornehmen, irgendeine Plane trug und dann hast du wegen Sicherheit stand. Nehme ich. Hey! Ah. Oh. Schön. Schade. Ja, ein Schädelkern. Schade. Aber das war mit einkalkuliert. Oh. Schade. Das ist ein schlechter Spinner, ja. Also, das ist recht. Das ist eigentlich mehr Spinnenzahlen auf der Seite. Das kommt.
ist ja heute auch ein bisschen kalt, ehrlich gesagt. Ja. 15 Grad oder so. Ja, weniger. Schon wieder wie ein Schloss. Noch mehr okay. Du schießt gar nicht mehr der Tino, ne? Nee, das ist okay. Schade. Ja, nicht schlecht. Abschluss. Stadion und scheiß Kunst draußen und dann so ein Schlimm. Du hast vielleicht auch noch auf die Karte. Ja, nee, jetzt sind es 5. Ach, schön. Schön aufgepasst. Ja. Eine Raube, Mann. Jetzt kommt jetzt meine Hand ist langsam ohne Matrode. Na, ist besser. Naja. Ach, sorry. Weiter. Aufgepasst, ja. Gut. Steck mal kurz sicher. Ich hab das falsche Schuhwerk an. Ne, ich nehme nur du. Ich dachte mir so, ja, normale Halbschuhe werden im Stadion schon reichen. Du läufst ja nur hin und zurück durch die Straße. Genau. Im Stadion halt, ne? Ne, ich dachte, ich stehe dann oben im Oberrang, nicht mal ganz vorne, vielleicht sogar noch. Sind wir eben alles gerade da. Na no, ich wollte mich halt auch auf die magische Kameratribüne stellen, aber hm. Ja, Spaß mit uns ist halt. Nix. Okay. Ah, das ist schon. Jetzt ist die Farbe hier. Ja, wir haben die nicht zugesetzt. Ja. Wenn der Tino fällt, dann muss schon was passiert sein. Regel Nummer 1, wenn folgende Spieler fallen, war es nicht. Das war 100%ig. Nein, noch Leute! Das war jetzt richtig. Das war heftig, ey. Ich hab den Wort drin. Dann Edgar da wieder raus. Okay. Scheiße, ey. Das ist so eklig. Das Problem ist. Meine. Jetzt hast du es beschlagen. Ja. Ach scheiße, Nee, ist schon okay. Nee, weil jetzt mach ich es erstmal für mich. Das ist jetzt wieder schön. Ah, der nächste. Oh Gott, ist das jetzt dreckig? Nee, geht schon. In dem Video dann immer wieder so eine Fassung, wie sich da vorgeht. Ja, besser als wenn man Kopf zieht. Nicht läuft, nicht. Schau. Jetzt mal wieder in Ruhe aufbauen, das Ganze. Ja.
Stufe. Okay. Ach, schön. So, jetzt auch. Ich will endlich mal wieder Sommer haben, ich will. Das wird nur dieses Jahr nichts mehr. Und das ist gar kein Sommer dieses Jahr. Ich hab keinen gemerkt. Ich hab nicht gesagt, so nicht vor der Woche, ich hab nicht alles dran. Ja, nee, aber freiwillig auf 2000 Meter Höhe und da hat es dann auch mal kurz geschneit. Ja. Das ist das Leben. Also die haben auch eine gute Ausgabe. So, jetzt stoppt die doch mal. Stoppt die doch mal. Da liegt der. Oh, jetzt hat er voll in den Körper. Aber gut, ja, gut noch ein. Gut noch ein. Wieder ein Ecke oder was? Für die. Hier. Also meine Hose ist gut groschen. Das war wieder gut, aber. Ne, hör doch bitte. Das ist schon wieder. Ah. Ja, gut, Leute, zweite Reihe. Das ist doch so die Einzige. Wenn wir da nach rechts gehen. Das war wieder ein Schuss, Freunde. Pass. Wo ist denn der Support hier? Der Scheiße. Der Support säuft gerade im Regen ab. Ja, zweierlei Hinsicht. Von alles für diesen Verein. Ich hab hier irgendein Bier stehen. So, jetzt ist wahrscheinlich schon mehr Bier geworden als vorne. Stimmt, ja. Ich glaube auch nur der Alkoholgehalt tut sich nicht so. Nee, da tut sich das nicht mehr so gut hervor. Zwar ziemlich leer. Ja, okay. Naja, wenn die Messe ist halt. Ja, aber wenn was los ist, ist sie dann richtig voll. Ne? Ja, mach das dann nach Durchschnitt jetzt. Der Durchschnitt ist die Karte auf. Ja, von mir aus nur die Bar, das ist dann einfach nur nicht. Wenn ich die Straße verlängere, kann ich irgendwie drei Busse einsparen und brauche eine Straßenbahn mehr. Also wirtschaftlich. So ist so richtig. Stellt inzwischen fast eine halbe Stunde. Das heißt, wie lange? Sagen wir mal, das ist schade. Ist das gut, also im Offen zu reden? Kreuzstädter da drüben kann ich gerne mal so eine Stimme. Das ist eine Ruhestadt. Das ist eine Ruhestadt. Stimmt in Berlin. Wie die Fische, die fliegen alle ins Wasser. Wechsel, ey. Ich muss immer mal in den Backen laufen, wenn ich so
das ist schwierig. Gehört es bei dem Wetter auch nicht unbedingt ein Vergnügen zu spielen? Nee. Ist schon voll. So spart man Geld. Das Bier ist auch so gut wie in Amerika. Ah, schade. Ah.
schön. Nein, ich auch nicht. Warum sag ich nochmal Lampen aus? Das hab ich ja echt. Das sieht aus wie ein Pummel. Was? Das sieht aus wie ein Pummel, wie alles geblendet. Geblendet auf Pummel, was ist das? Nein, von früher war das doch so cool. Scheiße. Abseits, ah, schön. Nein. Boah. Aber stand doch gut. Also hat er zumindest aufgepasst. Ja, aber er stand halt im Abseits. Ja. Abseits, alles irgendwo. Es steht 0-0. Aber jetzt habe ich schon zu wem und vor. Ich bin klassenmäßig, glaube ich, irgendwie. Ja, hab ich irgendwie gelesen. Guck mal, das ist hier über. Ich bin hier vor allen Dingen irgendwie. Irgendwie, also vielleicht habe ich es auch besser holen. Natürlich was. Oh, das total versifft, wenn überhaupt. Irgendwie dreien, also ich weiß zwar nicht wie, aber. Schön. Landesklasse Nord, was ist denn das? Ich versuche das gerade irgendwie klassenmäßig einzuordnen. Ich glaube, es ist 6 aus. Als wenn man die Pfosten also. Ein Abseitstor, aber das wird bestraft. Na gut, das Abseitstor fällt dann ja, aber das ist ja auch was. Dann müssen wir uns zum Bleiben. Scheiße, Pepper. Nee, es geht nicht, sonst wird die Kamera im Arsch. Du bist da nicht in voller Schönheit zu sehen. Es geht echt nicht, ich kann jetzt nicht plötzlich den Ball unten gehen. Nee. Aber wir haben jetzt schon ein paar Leute schon. Bewegung rein, komm, Bewegung. Eine Runde. Gibt's noch nie. Doch, gibt's. So, jetzt schön rein einfach. So schön. Also jetzt sehe ich überhaupt. Ah, das ist sinnlos. Nee, es ist echt sinnlos. Na doch, ist doch, gell? Ist doch. Also geht's, aber ich kann nicht reinziehen. Und das ist alles unter. Das hat schon geschafft.
Oh, voll! Wenn der sich reindreht, das ist ja phänomenal. Yay! Ich weiß, wo die Wald. Jetzt mal meine Brille irgendwie schwimmt. Geil. Das ist so, als gerade anders nicht gesehen, aber. So, schön. So, viel Motivität. Lecker, lecker, lecker. Top. Der war drin. Ich hab, ja, diesmal hab ich schon echt geflogen, weil ich das war nicht. Ich hab gutes Tor. Aber das war halt schön geflogen wieder. Schöner Flugball. Wer war da dran? Ich weiß nicht, ob jemand dran war. Ich glaube, das ist schon besser drauf, als du denkst. Ja, aber Doggy Jubel hier, das ist. Ha! Oh. Au! Das tut doch weh. Fußball verursacht Schmerzen. Oder was ist 2-0, ich sag's doch. Du wieder. Ich spiele. Hiobsbotschaften. Hiobsbotschaften, ja. Das ist inzwischen, naja, gut. Ich hoffe mal, pfeif mal ab, weil so richtig steht man nicht mehr. Boah, Anschluss, also? Ja. Das war mal nicht. Schön. Sie ging das 2 zu 0. Eigentlich näher, aber. Samstags und noch in Ferien eigentlich mal. Nein, nur. Ich weiß doch schon, dass. Ach, schau. Leider. Oh doch, so viel schlimmer ist es. Schön abgepfiffen, ein bisschen eher, aber naja. Gut. Den haben wir gemacht. So. Schön. Hier kommen wir jetzt das ganze Fans. Die Fans. Da machen wir Regenschirm. Das Objektiv. Von euren Hosen könnt ihr euch verabschieden. Ja, nee, ach, das ist ja schon die ganze Zeit so, aber das Objektiv ist so zugehört. Mensch!
Fahne! Flach links! Genau! Hinten ist gut! Das ist gar nicht. Oh, hat er noch nicht geklappt? Schade. Hat er gar nicht nehmen müssen. Ja, gut. Das ist ja auch peinlich gewesen. Das 7. verliert gegen 8. Das ist kein Spiel. Stefan, da umgespielt, Stefan! Nö. Privat. Privat. Naja, privat. So, naja, pseudo öffentlich. Dann war's mal so. Sagst du Spiel gerückt mit so einer Kamera? Vor allem mit dem Mistding. Wo sind die Pyros? Ja. Schade, ne? Dieses Wetter kotzt mich an, ey. Dieses Dreckswetter. Oh. Fuck, jetzt beschlägt die Kamera runter. Was? Die Kamera beschlägt die Kamera sehr nicht. Ja, so an der Seite extrem. Oh Mann. Oh, ich glaube, das ist von innen. Von innen? Das ist kein gutes Zeichen. Nein. Tja, dann musst du dich halt in der Mitte jetzt aufs Wesentliche konzentrieren. Hm, wahrscheinlich. Scheiße. Oh, das schaut wirklich nicht gut aus. Ich mache Genüse, Arno! Seite! Nicht schlecht. Mach die nicht um jeden Preis! Scheiße. Geht schon. Nee. Geht. Also nichts mehr. Das ist ja nicht für ein Sachsen-Spiel. Ja, trotzdem. Irgendwie das nicht Sinn hat. Das ist ehrlich. Weiter, vorne, komm! Raus! Ja! Und? Ja, komm!
Tja. Nein, der ESC gibt es nicht mehr. Bierverkauf aus der Garage, hier gibt es einfach Bierverkauf aus dem Kasten auf Spielfeld rein. Unterm Baum getroffen, Bierverkauf, unterm Baum. So, hagelt das jetzt oder was? Nö. Also, nee, das schießt du. Ist einfach nur kalt, ey. Ich freu mich ja mal. Ich glaube, vor 70 Jahren hat das mehr Menschen interessiert. Meinst du? Wie kommst du darauf? Ja, nee, 75 oder wie viele Jahre waren es? Ich habe keine Ahnung. 60, glaube ich, oder 80 oder so. Ich weiß noch was rum. Ein weißer Schleier umgibt das Bild. Wenn man überhaupt noch was sieht, ne? Ah, das 2-1 war ärgerlich. Sag ich so. Ganz unten. Die wurden letztes Jahr in ihrer Klasse, also sprich wahrscheinlich auch im besagter Landesklasse. Vierter hatte gesehen. Vierter, ja. So schlecht sind sie nicht. Ja gut, die Mannschaft von uns hätte auch ja auch absolutes Potenzial für die Bezugs. Ne, wer ist das jetzt? Keine Ahnung. Das wäre diese komplette Ostsachsenliga da. Bezugsliga? Ja. Irgend sowas. Ich habe nur Stadt Oberliga gesagt. Ja, die Klasse, wo man spielen sollte, man sich dann schon kennt. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, wie wir Großenhain und so gegen. Oder gegen auch die Postspieler und so, da war ja richtig was dahinter. Wir haben die Post ja zweimal platt gemacht. Das war schon schön. Ich meine, Großenhain war Glück, muss man jetzt ehrlich sagen. Natürlich war es Glück, aber es war irgendwie auch ein geiler Tag. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wann ist die Großenhain? Ordentlich mit dem Bus angereist. Ich glaube, 60 Leute von uns waren insgesamt da. Vorschieben, vorschieben, vorschieben! Natürlich im Gazebach, also ich finde das ist immer noch. Bitte zustande! Der Gazebach war einfach auch geil, ein schöner Tag. Jawoll, 3-1. Yeah. Sauber. Heino, was? Freut mich. Ja, sieht so aus. Ja, gut, wobei es gibt ja in den unteren Ligen auch zwischen den einzelnen Bundesländern und Bezirken so extreme Leistungsunterschiede. Das war ja schon irgendwie letztes Jahr hier in Dresden bei den Bezirksklassen war ja so extrem die Staffel 4, wo wir drin waren, war ja die absolut die stärkste. Ja, das stimmt. Also da hast du ja wirklich immer extreme Unterschiede. Das sagt so 7., 8. Liga nichts groß aus, weil es ja immer unterschiedlich ist. Das war die haben das ja auch unterschiedlich organisiert. Also ich weiß ja nicht, wenn die selbst noch in der Landesklasse spielen, dort in Thüringen. Naja, ich weiß ja nicht, wie viele Vereine die dort haben. Ja, ich meine, wenn du hast wenige Vereine, dann bist du natürlich eher in einer höheren Liga. Ja gut, in Berlin spielen sie in Bezirken. Ja gut, aber es sind ein paar mehr Leute. Gut, da gibt es auch jedes Jahr, jedes Wochenende über 1000 Fußballspiele in komplett Berlin. Nee. Doch? Nee. Weißt du nochmal, bei 3 Millionen Einwohnern, wie viele Fußballvereine es gibt und wie viele Jugend? Na, 1000 Spieler, sondern 2000 Vereine, das wären. Hey, wieso 2000? Hallo, es gibt doch verschiedenste Mannschaften von einigen Vereinen. Wir haben auch nicht aber das müssen ja trotzdem, das sind eben 2000 Mannschaften so. Und 2000 Mannschaften, das sind 11 mindestens, das sind 22.000. Von 3,5 Millionen Einwohnern. Ja, stimmt. Das ist eigentlich absolut. Stimmt. Ah ja. Das ist der über 1000 scheint so viele Plätze, ja. Das wäre ja auch schon wieder so. Oh doch, geht doch. Das ist ja voll doof. Also wenn du hier anguckst, an einem Wochenende, an einem normalen Spielwochenende, wird der Innenplatz dreimal täglich teilweise genutzt. Achso, das stimmt natürlich, ja. Ja, na gut, wenn die ganzen Jugendspieler, ja gut. Na, das ist schon wieder realistischer. War hinter dem Tor, ne? Ja. Alter, boah, jetzt ist so optimales Wetter, um sich einen Schnupfen zu machen. Ja, ja. Das nächste Mal komme ich hier mit Winterklamotten an, damit ich sicher bin. Du machst ja ein Zelt auf, du. Das ist einfach schon eine geile Idee, ja.
Aber schau mal, diese Idee mit der. Mit der. Mit dem Schirm hier irgendwie oben drauf zu bauen. Keine Ahnung, das geht. Die russische Lösung wäre irgendwie mit. Mit Klebeband und so ganz. Scheißegal, wenn es russisch ist, Hauptsache die Schatzkamera wird nie wieder noch. Oh. Ah, Schulz. Geklappt. Mal vorläufig. Auch gut. Ja, sehr gut. Ah, schade. Ist gut, was? Siebenundfünfzigster. Sauber. Sauber. Gut gewartet, also. Raste ich aber nicht zu, schnell zucken. Der 18er ist richtig schnell. Jan Schaast, mit Ball. Ecke. Scheiße. Können wir wegfahren? Mensch, was für ein moderner Verein. Können wir schon wegfahren lassen? Ich bin so oft, dass dein Kollege schon mit dem Kopf vor den Kopf hat. Ah, Scheiße. Das sieht gerade irgendwie nicht so gut aus. Ist das eigentlich heute im Stadion? Schön im Stadion rostern. Jetzt kann man dann das Mittagessen buchen. Nix jetzt. Nix. Kann ja glücklich sein, dass es hier noch zwei Kästen. Wir haben schon gefunden. Da kriegen wir uns ja nicht trocken mehr. Verdammt. Was? Bier? Ich bin laufen hier auf dem Spielfeld. Ein lästiger Arschfall. Ja, ich verabscheue irgendwie diese Plätze hier. Also keine Atmosphäre, irgendwie scheiße immer. Aber das ist doch das Wetter heute einfach so aus. Ja, aber so allgemein. Wenn du irgendwie auf sowas spielen musst. Das haben wir diese Saison oft bei irgendwelchen Vereinen hier. Das ist ja kaum noch ein richtiges Stadion. Ja, das ist zum Platz. Na gut, das richtige Stadion hatten wir auch vorher nicht. Ja, aber ist schon ein Unterschied, also ob wenn du so einen Platz hast oder wenn du halt in Großenhain. Das ist schon. Das schaut schon anders aus. In Großenhain? Na gut, ja, ne. Ja, sicher schon. In Großenhain ist aber auch die Ausnahme gewesen. Die meisten Plätze waren auch, ja. Wenn wir Glück hatten, war es wenigstens Kunstrasen. Ja. Und dann haben wir halt unser Stadion, wenn wir rein können. Ja. Das ist ein Kotz. Guck mal! Alle! Steh! So platziert war er nicht. So, 5 Stunden haben wir schon wieder. Überlebt. Überlebt. 3-1 klingt eigentlich ganz gut. Ja. Gut, vielleicht spricht das irgendwie dieses 8-0 von Borea auch eher für Borea als gegen uns. Natürlich. Naja, ist die Frage, wie interpretiert man das? Borea hat sich relativ gut verpflichtet. Ja, Stefan, wir waren noch mit keiner richtigen Mannschaft. Also, natürlich war es schlecht. Ich meine, verloren hätten wir so oder so, aber die Höhe fand ich erst noch vernünftig für den Kader, der da stand. Wir haben ja auch am Anfang noch halbwegs gut dagegen gehalten. Das war ja nicht so ja, von der ersten Minute an sofort. Das war mal wieder anders. Scheiße, ey. Aber jetzt spielen sie schon ein bisschen härter hier auf unserer Tor. Da steht ein bisschen besser da. Aber das 3-1 war wichtig. Aber so ein Anschlusstreffer ist immer tückisch. Ja.
Ah, jetzt hat, zieht, er, oh. zieht jetzt ab, oder? Ja. Nee, nochmal. Reinköpfen. Ach, scheiße. Lass ihn doch. Alter, der kann doch dort nicht so springen. Leute. Wieso hier zu frei zum Schuss kommen? Unglaublich. Das wird trotzdem nicht Trainer für ihn, sondern zufrieden zu sein. Ja, natürlich nicht. Er fliegt. Hm. Kann man den Achtligisten verlieren? Quatsch, ist der Moment eigentlich total falsch als vorher. Ich weiß es nicht. Schön Kopfball für Steine. Scheiße, ich weiß nicht, ob man sieht auf dem Video überhaupt noch. Ja, nee, weil da liegt der noch, ist nicht ganz so gut. Wie weit liegt denn der? Also richtig, ist so ein bisschen schwierig. Ja, aber jetzt ja nicht, was er kriegt. Ab, ich muss auch nicht sehen. Der steht da schon. Der lag ja nicht wirklich, der hockte ja. Aber mit Ball hätte man jetzt durchaus rausspielen können. Das musst du ja auch erstmal sehen. Ja, wenn's ins Trainer brüllt, dann. Trainer brüllen, ja. Ja, aber man sieht schon deutliche Fortschritte von einer halben Woche. Das ist auch nicht schwer. Ja, das ist nicht schwer, aber positives Feedback lautet das Stichwort. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist schon besser. So, wie das außen? Na ja, toll. Das wird immer ungemütlicher. Ach Quatsch. Anderthalb Stunden im Regen stehen ist ungemütlich. Das sind erst die Beine. Und oben! Ich nicht mehr nach Pizza, ich nicht mehr nach Pizza. Oh, schön, das ist mein Schuh, die mittlerweile schon so nass sind. Völlig egal. Ja. Danke, ich habe ja auch schon Krabbenfuß adaptiert. Was? Ich habe ja auch schon Krabbenfuß adaptiert. Abseits gegeben, oder? Hat er Abseits gegeben? Ist mir. Spüre ihn hier drüben, sonst sieht man ihn nicht. Toll, wir haben ja gerade mal. Da drüben ist ja gar kein Linienrichter. Nur was richtig. Ach, wir spielen nur mit dem Linienrichter. Ja, schlecht. Da müssen wir noch mal ein. Das könnte auch und wir haben wegfahren. Ja, ich muss noch mal wegfahren. Und den Ball. Verrückt, ey. Schade. Jetzt kommt der Regen wieder so mehr von oben, ey. Nee, komm, das ist richtig hart. Das ist echt schon das Ding.
Drüber. Gesundheit. Boah. Wie lange haben wir noch? Ach, noch 20 Minuten, ne? Hölle. Sieht die positive Seite nur noch. Die Hälfte der zweiten Halbzeit ist rum. Yay. Steht unten 3:1 für uns. Wir haben gerade gar nicht. Also es ist eigentlich wirklich nur die Chancenauswertung, die besser ist. Aber das zählt ja letztendlich. Ja. Die sind schon überlegen, also, na, was heißt überlegen? Ja, überlegen, die drücken jetzt gerade ein bisschen mehr. Das stellt sich auch nicht schlecht, aber aus ja, die drücken eigentlich halt seit ihrem 2-1. Gibt's? Ja, komm. Alter. Schön gemacht, aber echt schön gemacht. Ja, schön gemacht, aber zum Glück ist er nicht reingegangen. Sind. Ist das jetzt von uns? Wuhu! Yeah! Schön. Naja, was man hier davon ist. Ich weiß nicht. Ich lehne sowas ja nicht komplett ab. Das ist immer halt aufs Verantwortungsvoll. Oh nee, jetzt machen wir noch nie eine Pause, deswegen. Ach Leute. Du fragst halt irgendwo hin, wo es nicht aufs Spielfeld. Der Bock, oh nee, doch nicht. Da wurden nur auf den Ball. Da geht's ja. Nee, aber bei sowas ist immer die Frage, ob es verantwortungsvolle Menschen. Das sieht doch schick aus. So, komm. Boah, jetzt sogar mit Ton. Wer? FSV. Oh, oh. Was? Oh, sie besingen das alte Preußen. Preußen ist tot. Preußen ist tot, es lebe Brandenburg oder so ähnlich. Und die Uckermark. Und die Uckermark. So. Oh, shit. Das schaut schon geil aus. Also. Na klar. Es ist halt immer noch dumm, wenn irgendwelche Spacken sowas einsetzen, die von sowas keine Ahnung haben und andere Leute damit irgendwie gefährden und so. Ja, ist doch auch, mit Bauch passiert eigentlich nicht so viel. Mit Bauch passiert ja nicht so viel, dann musst du es halt nicht einatmen, das Bild. Ja, sicher. Aber es ist halt. Nee, es ist immer die Frage. So gefährlich. Bundesheil, Sport durch unser Leben. Das ist also schon ein Tor mit Rauchwand im Hintergrund echt geil gewesen. Oh, fertig. Alter Scheiße, kannst du mit offen mit dem Regen? So, jetzt haben sie das Oma Fritsche eh mal durchgesungen. Oh, schön. Bah. Schön, ja. Nee, was hat gerade gemacht? Achso. Und es tropft. Es tropft mir, es sifft. Die Fans warten auf immer, wie sie unter dem Baum stehen. Was ist denn das für ein das Ding? Das ist Pro FSV. Nee, OFSV. Ach so. Auch schön. Schön gemacht. Ja, ich kann das nicht. Es gibt so stumme irgendwie Buchstaben beim Fangesang. Auch schön. Ich kann irgendwie aus der Ferne nicht hören. Ja, schön, gut. 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 Tino, zieh ab. Schade. Ja. Team 5 raus, rein die 19 raus. Ja, also wenn man hier so 3-1 gewinnt, ist, könnte man zufrieden sein. Wir haben noch 20 Minuten zu spielen. Ruhe, gewinnen wir halt 4-1. Also wir gewinnen vor allen Dingen U-Boot 1. Jetzt muss ich ja mal wieder Hand wechseln irgendwie. Mal einfach hier. Oh, genau, jetzt muss ich klammern. Ja, aber Sportclub! Das soll jetzt hier Zeit spielen. Alle schieben! Das ist irgendwo!
da den Vorsänger bei dem Kader? Ist nicht noch Max? Ja, Max ist, glaube ich. Schön! Oh, schade. Man hat sich erst eine Stunde warm getrunken. Dann geht's noch. Oh, jetzt. Nee, das ist Reue. Das ist Reue. Das ist doch schön. Jetzt wurde Reuse leider kein Spielleiter mehr. Ach, der ist er nicht mehr? Nee, nee. Wieso das Amt losgeworden? Nee, er hat es abgegeben. Ach, er hat es abgegeben. Also können wir jetzt ordentlich einen Support diese Saison erwarten. Möglicherweise. Weiter, Olli! Geil. Was ist denn jetzt? Was ist denn? So scheiße. Ich habe jetzt irgendwie nur Nebel gefilmt. Ja, diese Nebelbänke auf dem Spielfeld immer. Ja, nicht schlecht. Ah. Ah, der steht oft frei. Ne, den hat er gerade. Oh, ja, super. Ne, dass er den unterlaufen hat. Steht bei uns im Tor. Weißt du nicht? Das ist ja mal hier. 30. Schlimmisch. Ja, der wird dann nicht 32 drauf. Einer von unseren neuen Proben, würde ich sagen. Ich muss mir echt mal die Namensliste mal angucken. Ne? Ja, das kommt wieder Zeit. Ja gut, das klingt bei uns manchmal nicht anders. Das muss man selbstkritisch anmerken. Ich dachte, das waren unsere. Ja, nee, das war Preußen Langensalza. Ach so, schön. Ich muss immer an Preußen Münster denken. Wo spielen die eigentlich inzwischen? Die sind die dritte aufgestiegen? Ja, die sind wieder aufgestiegen. Also ich glaube, die waren lange in der vierten. Also, ja, irgendwo halt. In der Versenkung waren sie halt. Schön gemacht schon. Ja. Second ist kalt. Ja, von schon. Hammersball. Ich schlag mal ein, gehen wir uns endlich saufen. Alter. Oh, das hat er gut gemacht. Na, bringt dir morgen nicht viel. Naja, abwarten. Eieiei. Ja, sauber. Matthias, du bist der Experte. Das war jetzt ungefähr der. Granate! Ja, jetzt ist mein Bier im Arsch, du Experte. Es geht ein neues aus. Das finde ich jetzt nicht nett. Das war ohne mit Absicht. Ja, du kannst halt kein Fußball spielen, das ist das Problem. So schade, das Ding noch gut getroffen, oder? Ja, schön! Das klingt nicht so schön. Oh. Wenn man mit einem fest organisierten Bus anreist, dann gibt es auch kaum Leute, die dann einfach nicht kommen, weil das Wetter scheiße ist. Wie es bei uns ist, oder?
Naja. Ja, wenn du den Bus bezahlt hast, dann fährst du mit. Egal wie es Wetter ist. Wahrscheinlich. Und wenn du danach auch Dynamo noch anguckst, die fahren ja dann zu Dynamo. Ach so. Was spielen wir heute? Leverkusen, DFB-Pokal. Ach, heute ist das? Ja, ich glaube, das ist heute. Gestern war ja die ersten Spiele, also Wolfsburg ist rausgeflogen. Nur das habe ich gesehen, das fand ich gut. Ah, ich da muss ich da muss aber hier der Herr Kümmich freuen, ne? Ja, ich hab mir im Internet die komplette Konferenz angeschaut. Das war ein bisschen schön. Die Konferenz kann die, haben die, die. Nein, es kann natürlich nicht gleich irgendwelche illegalen. Keine Stellung. Also, gibt's nicht. Uiuiui. Weißt du, das ist langsam echt widerlich. Das war mal ein Handspiel im Elfmeterraum. Das war ein Handspiel. Der hat nichts zu suchen. Was gibt's jetzt? Elfer? Das müsste ein Elfer geben. Der schaut mir fast. Was macht er? Macht indirekt ein falsches, glaube ich. War's nicht drin? Das war drin. Hä? Doch, es gibt einen wieder. Wer spielt? Wer schießt? 30er? 6 ist 30er, ja. Ich glaube. So, Leute. 4-1. Sauber. So weit weg sind wir gar nicht mehr. Nur noch 6. Hier drüben mitzugrollen macht keinen Sinn. Nee, ist richtig. Ich roll hier nochmal. Ja. Kann das Spiel jetzt abbrechen, bitte? Ich habe keine Lust mehr. Ein bisschen über 10 Minuten. 10 Minuten noch. Ja. Oh, ich hoffe, das hier ist komplett durch. Naja, klar. Also, was sind das Dynamos da drüben? Willst du mir das ein? Wer? Ja? Da drüben. Ja, die schauen so ein bisschen gartenzwergmäßig aus, wie sie sich dort hingestellt haben. Ich weiß nicht, sind das Dynamos? Ja, das schaut mir fast aus. Geh doch mal ran und zoom ran. Das ist sympathisch. Das ist nicht, dass ich da was sehe. Naja, was haben die? Was steckt auf den komischen schwarzen Pulli schon? Ja, das Gelbe ist halt. Boah. 4-1 klingt richtig gut, also. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Ja. Im Stadion wäre es erst recht geil gewesen. Da ist auch noch die Stimmung besser. Da wären mehr Leute da gewesen, ne? Naja, mehr Leute wären die da gewesen. Die müssen. Also! Nein, das war jetzt gleich fertig. Ja. Was war das? Da war auch wieder Hand. Naja, der hat aber zwar einen Körper gehabt, aber da ging er damit. Das kann auch einfach mal passieren, aber das war ja außerhalb. Nee, das war jetzt, der Ball flog so weit, da muss er die Hand wegnehmen. Wir haben immer recht. Das ist widerlich. Nichts sehen wir hier. Blindes Objektiv. Okay. Nee, ist zum Kotzen ist das. Leute, wehe, da geht rein. Nicht. Nö. So, Einwurf für uns. Da ist der Ball wieder weg. Naja, jetzt kann ich schon meine Hände runternehmen. Was sind jetzt noch die ab? Nee. Ach, sie gehören gar nicht zu uns. Ja, das, die haben irgendwie. Irgendwas mit drin. Oh, das kann ich. Das ist wieder nicht. Ich muss jetzt irgendwie nur so einen Heizpilz legen. Nee, mir wird einfach so eine Heizung reichen, auf die ich mich einfach setze. Ja, aber ich hab bloß. Bei mir zu Hause ist die Heizung nie an. Das ist wirklich Schiss. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich jetzt so hochgehe hier. Weil ich ja dachte, ich stehe nur im Stadiondach. Ja. Oh, jetzt. Da ist es ja halbwegs windgeschützt. Allerdings. Regen geschützt. Hast du das bei Ben gesehen? Was denn? Hat nichts gemacht? Ah, gut.
Das kann man schon mal versuchen. Der stand doch ein bisschen weit draußen. Und der Ball ist natürlich auch so ein bisschen nass. So. Was ist denn jetzt aufgestützt? 8 Minuten noch. Naja, bald, Stefan, bald. Komm nach Hause. Jetzt warm. Nee, ich wär's. Wahrscheinlich erst mal ins Stadion nochmal. Was wissen wir? So ist es kalt. Ja, nee, es ist doch noch deutlich. Es ist ziemlich trocken. Ja, das ist möglich. Ich geh gleich nach Hause. Das ist auch kein Sinn, ich fühle mich in den Arsch ab. Ich bin so doof. Siehst du mal, komm schon mit den Wechselklamotten. Oh, oh, oh. Schade, hat er nicht. Der wurde unerwartet lang. Oh, nee, du. War doch ein bisschen traurig. Ah, die Rübe ist so rutschig da. Kannst ja, das ist ja, das stimmt schon. Da war echt ein bisschen rutschig. Rotzig. Nicht, ey. 4-2-1, das hat Schützen erwartet. Alles nass. Das ist abdrehend, das sind die Finger über der Scheiße. So, jetzt machen wir noch schön das 5-1. Oh, schön. Da war keiner. War für Tino. Ah, da war keiner. Ja, Tino ist nicht, ja. Jetzt kriegt man heute keinen Sonnenbrand, hä? Nö. Toll. Oh, schön gemacht. Ah, nie so gut. Nie so gut. Oh. Gefährlich? Ah, nee, gefährlich. Ach, 4-1 klingt gut. Ach, haben wir eigentlich mit Deutschland vorne als Kapitäns. Ich wollte es nur anmerken. Ist mir gerade irgendwie so aufgefallen, als ich mal das Spielfeld geguckt habe, ausnahmsweise. Gemacht. Ja gut, schwarz-rot kannst du schlecht machen. Warum nicht? Warte, zwischen. Ja, schön. Ja, sauber. So, 5 Minuten haben wir noch. Dann ist Arschlecken angesagt. Ja, so, nee, der spielt nach. Ja. Genau, hier wird nicht nachgespielt. Genauso wie auch die erste Hälfte irgendwie 30 Sekunden so früh beendet wurde. Naja. Da war mir nicht ganz. Hab ich mich nicht ganz so drüber geärgert. Der Frust hat sich in Grenzen gehalten. Die feiern mit uns. Das ist schon. Das ist nicht umsonst ein Freundschaftsspiel. Die haben noch gar nicht gewechselt. Ne? Das finde ich ziemlich krass. Die haben noch gar nicht gewechselt, sag ich. Ja. Obwohl, vielleicht zur Halbzeit, das ist schon längst. Wir haben reingezogen, hat aber gar nicht schlecht. Nö, es hat auch gut. Und da ist der Ball auch weggeworfen. Boah, mein Arsch. Es geht mit Sterben, ja. Schön gesprungen. Nicht angekommen schon. Naja, das war zu viel. Ja, die agieren aber ein bisschen unglücklich. Ja, so ein bisschen hektisch. Sie sind zwar schon ziemlich gut, so technisch und so. Gewinnen auch viele Zweikämpfe, aber.
Ah, und jetzt? Naja, schade. Hätte man ruhig nur wieder weitergehen können. Das war irgendwie auch abseits. Schiri zeigt gerade abseits. Ich weiß zwar nie, wie das jetzt abseits sein kann. Naja, gut, dann hast du ja nichts. Wenn man davor stand, ich glaube, es war der Fall. Oh, ich liebe die. Ich halte die so richtig. Ich glaube, es muss einfach eine heiße Badewanne einlassen. War's das? Das war's. Zu früh. Okay, wir haben noch nie mal fast genug gespielt, aber es war's. Also, welche haben sie vereinfacht nur vertreten? Ja, das reicht auch, aber es ist voll. Also, das war okay. Das Spiel ist. Reicht das? Hast du? Ja, so. Ja, genug. Nice. Tschüss.